Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Wochenende und im letzten Adventswochenende. Ja, am Sonntag ist schon der vierte Advent, wie die Zeit vergeht, und nächste Woche haben wir ja tatsächlich dann schon Weihnachten. Und in zwei Wochen ist dann auch schon das Jahr rum. Es ist unbelievable, mein Dear, ne? Ja, so ist es. Kamerakatze ist auch wieder da. Ja, meine Woche war eine sehr, ich sag mal, entspannte Woche. Und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Trotzdem, hat man viel gemacht. Also es ist irgendwie so ein bisschen, ja, ich hatte eine Frühschichtwoche und konnte da das Lesen und Serien und die Weihnachtszeit einfach wunderbar genießen. Und ja, das zeigt sich auch an vier Büchern, die ich gelesen habe. Nicht ganz das, was ich mir vorgenommen habe, also zumindest eins der Bücher habe ich dann doch nicht gelesen, obwohl ich es eigentlich geplant hatte. Aber dafür sind Weihnachtsbücher bei mir eingezogen und gelesen worden. Ja, begonnen hat mein Adventswochenende letzte Woche mit Maskierte Weihnachten von Regina Meißner, das es im Angebot gab, ich glaube bis zum dritten Advent für 99 Cent. Und da habe ich zugegriffen, trotz Kaufverbotes im Dezember, musste ich da einfach zuschlagen, weil mich die Geschichte interessiert hat und ich von der Autorin noch nichts gelesen habe, aber Seductio, ihre Reihe, glaube ich, noch auf dem Sub liegt, zumindest der erste Teil. Als zweites beendet habe ich dann die nächste Weihnachtsgeschichte, und zwar Paris, Clara und ich von Adriana Popescu, ein Sequel zu Paris, du und ich Geschichte. Und ich war total happy, als ich es mitbekommen habe bei Vlogs von Adriana Popescu. Die hat so Christmas Vlogs und sie davon berichtet hat und wie sie sich freut, und ich habe mich mitgefreut. Und dann ist auch das E-Book schon bei mir angekommen. Und wurde dann auch direkt am Abend gelesen. Als nächstes beendet, habe ich dann ein Buch, an dem wir schon seit dem 6. Dezember gelesen haben. Und zwar der erste Teil von Red Rising von Pierce Brown. Hier gab es ja eine Lesegruppe. Und wir haben es durchgezogen bis, glaube ich, jetzt gestern, 15. Also bei mir ist heute Freitag. Bis zum Donnerstag haben wir gelesen. Und es ist eine Dystopie, es ist der Auftakt einer Trilogie. Und wie mir das gefallen hat, natürlich dann. Und als letztes habe ich dann ein E-Book gelesen, und zwar von Erik Lorenz und Thomas Bauer. Australien, wie wir es sehen, ist mir von Erik Lorenz zur Verfügung gestellt worden. Von ihm hatte ich ja vor ein paar Wochen seine Laos-Reisebericht gelesen. Und er hat dann gesagt, hey, es gibt da eine neue Reihe, und also die wurde neu aufgelegt. Und das ist eben Australien, wie wir es sehen. Und das sind im Grunde auch so eine Art Kurzgeschichten. Und dazu aber dann natürlich mehr. Dann natürlich gibt es Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones, Staffel 3. Es gibt ab heute ein neues Buch, was wir mit dem Leseklub lesen. Dazu dann natürlich mehr. Und was sonst noch die Woche war, alles so nacheinander. Aber ich denke, wir starten jetzt erstmal mit dem ersten Buch. Und zwar Maskierte Weihnachten von Regina Meißner. Ich habe von ihr Seductio auf dem Sub und folge ihr auf Facebook. Und habe da das Weihnachtsbuch gesehen, was ich wirklich finde, was ein wunderschönes Cover hat. Und es ist erschienen am 20. November auf Amazon über Self-Publisher, also Regina Meißner ist eine Self-Publisherin, hat als E-Book zu Beginn 99 Cent gekostet, kostet jetzt 2,99, ja, du machst mich ganz nervös, und als Taschenbuch 7,99 und hat 174 Seiten, das ist echt, Kamera an, Katze ist da. Was im Grunde doch für eine Weihnachtsgeschichte eine schöne Länge ist, wie ich finde. Ja, nicht nur, dass das Cover sehr, sehr schön ist, mich hat auch der Klappentext sehr, sehr angesprochen. Und ich habe mich dann sehr gefreut, die 18-jährige Amber zu treffen, die mit ihrer Freundin auf eine Party geht, wo sie eigentlich gar keine so richtige Lust hat und denkt sich so, ach Mensch, irgendwie, sie ist da nicht so die Partymaus, sie liest eher gerne Bücher und guckt Serien und ist eher so ein bisschen, die heimelige Maus und mag es eigentlich ganz gerne kuschelig, gerade im Winter. Ja, sie geht aber als Engel verkleidet mit und trifft dann dort auf dieser Party einen Prinzen, der eben maskiert ist. Und sie unterhalten sich unglaublich gut und es gibt dann einen bedeutenden Kuss. Und dann auf einmal ist der Prinz weg. Und ein paar Tage später erreicht sie ein mysteriöses Päckchen mit einer Einladung zu einem Poetry Slam.
Und Amber, ja, ist sich nicht ganz sicher, ob sie da wirklich hingehen will, wagt aber den Versuch, muss aber dann leider feststellen, ja, dass all die Slammer dort im Grunde nicht zu sehen sind, denn es ist im Grunde, man konzentriert sich voll auf die Stimme und ja, sie findet immer noch nicht heraus, wer ihr unbekannter Prinz ist. Und dann passiert das ein oder andere nicht so schöne in ihrer Familie und ja, Amber muss sich dann entscheiden, ob sie dem Rätsel nachgeht, dem geheimnisvollen Prinzen irgendwie näher kennenlernt, herausfindet, wer es ist oder ja, was sie jetzt mit Weihnachten so anfängt. Eine sehr schöne Idee fand ich von Regina Meißner, dass das Buch in 24 Kapitel aufgesplittet ist. Also wenn man wollen würde, könnte man jeden Tag passend zum Türchen eben ein Kapitel lesen. Der Nachteil dieser 24 Kapitel bei 174 Seiten ist natürlich, dass man unglaublich kurze Kapitel hat. Also mir waren diese Kapitel tatsächlich teilweise zu kurz und es war immer so ein Abbruch in der Geschichte, wenn sie gerade so in Fahrt war, die Geschichte, wumm, Kapitelende, irgendwie ein neues Kapitel startet und man musste sich wieder einfinden. Aber es fand ich okay. Ich hätte es persönlich schöner gefunden, wenn die Kapitel ein bisschen länger gewesen wäre und man ein bisschen länger in der jeweiligen Kapitelgeschichte sozusagen verweilen könnte. Ja, neben dieser Kurzigkeit fand ich aber den Schreibstil von Regina Meißner sehr, sehr gelungen. Sie schafft es mit wenigen Worten wirklich Bilder im Kopf entstehen zu lassen, eine Stimmung heraufzubeschwören und auch wirklich Atmosphäre zu schaffen, die sich dann wirklich genauso angefühlt hat, wie es eben Amber, unsere Protagonistin, erfährt. Das fand ich wirklich großartig und das hat mir noch viel mehr Lust auf Seduktio gemacht, wo ich gesagt habe, das muss ich im neuen Jahr unbedingt lesen, weil ich wirklich von dem Schreibstil von Regina Meißner sehr, sehr angetan war und sehr begeistert war, denn es ist auch einfach sehr frisch und modern und ich mochte auch die Jugendlichkeit der Charaktere, das war nicht so Klischee und nicht so mega jung und unentschlossen, und sondern es waren schon erwachsene Jugendliche, die auch mit echten Problemen irgendwie zu kämpfen hatten und man hat eben gemerkt, ja, die müssen irgendwie ihren Weg gehen und ich fand das zu keiner Zeit irgendwie nervig oder sonstiges, sondern es hat echt Spaß gemacht, Amber zu folgen, ihrer besten Freundin, diesen mysteriösen, maskierten Prinzen zu entdecken und ja, das fand ich wirklich sehr interessant, sehr aufregend und es war auch sehr glaubhaft dargestellt, auch die Ungeduld, die Amber immer so ein bisschen hatte, gerade mit dem maskierten Prinzen. Ich habe zu keinem Moment irgendwie gedacht, Mädel, reiß dich zusammen, sondern ich habe das verstanden. Ich fand das sogar unglaublich sympathisch, wie lustig es rübergekommen ist, wie über Bücher dann gesprochen wurde, fand ich ganz, ganz toll. Also, dass Amber eben Ruhe und Entspannung in Büchern findet und da erkennt man sich natürlich als Bücherwurm auch wieder. Ich fand den Aspekt auch mit dem Poetry Slam sehr, sehr gelungen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe das damals ja auch von ja, wie auch immer sie hieß, mit Baby eines Tages, ne, dieses ganze Poetry Slam, als es aufgekommen ist, habe ich immer gerne mir auf YouTube Videos angeguckt oder Bücher, Verse dazu gelesen und fand auch hier die Verse, die gewählt wurden, wunderschön und was sie eben auch an Gefühlen in Amber ja, ausgelöst haben, hat mir echt einen Spaß gebracht. Es war eine tolle Weihnachtsgeschichte, die sehr emotional war, die sehr familiär war und die trotzdem so eben dieses frische, moderne hatte, dieses Jugendliche hatte, dieses Kennenlernen, maskiert sein und eben dieses Verliebtsein und dass man sich eben manchmal auf dem ersten Blick vielleicht täuschen kann in Menschen. Fand ich eine tolle Geschichte, hat mir wirklich Spaß gebracht und auch gemacht und ich freue mich sehr auf Seduktio, was ich ja schon auf dem Sub habe und einfach weiter in Regina Meißners Schreibstil sozusagen mich vertiefen kann. Ja, die nächste Geschichte, die ich dann im Grunde beendet habe, war Paris, Clara und ich. Und ja, sie ist von Adriana Popescu und müsste jetzt am Wochenende oder am Montag erscheinen, und zwar im CBJ Verlag, und sie wird kostenlos sein. Es ist ein kostenloses Sequel und ja, wer vielleicht am Namen noch nicht erraten kann, es ist das Sequel zu Paris, du und ich, was ja auch ein Sommerbuch von mir war, was ich wirklich unglaublich gerne gelesen habe. Habe ich, glaube ich, an einem sonnigen Sonntagnachmittag durchgesuchtet und hatte unglaublich viel Spaß mit Emma und Vincent. Und ja, da haben wir jetzt eben so eine Art Sequel. Es geht im Grunde weiter. Wir sind Weihnachten in Paris
Und ja, Emma und Vincent besuchen Jean Luc. Bei Jean Luc hat in Paris, du und ich, hat Vincent gewohnt. Und daher kennen wir diesen alten Concierge, der seiner Clara eben sehr nachweint und nachtrauert. Und ja, Emma und Vincent bekommen eben bei ihrem weihnachtlichen Paris-Besuch die große Liebe von Jean-Luc erzählt, was es mit Clara auf sich hatte, wie sie sich kennengelernt haben und wie es die große Liebe werden konnte. Und das auf wunderbaren 42 Seiten. Das klingt unglaublich kurz und es war auch viel zu kurz. Aber Adriana Popescu hat so viel Weisheit und Gefühl in diese 42 Seiten gebracht. Das hat mich wirklich mitgerissen. Ich habe wirklich die Seiten verschlungen. Es waren wieder, ja, diese Weisheiten, die ich von Adriana einfach so liebe und in diesem Jahr auch einfach kennen und lieben gelernt habe. Und es hat so viel Spaß gemacht, ihr zu folgen und dieser Liebesgeschichte so in den 1920er Jahren, glaube ich, war es, 30er, 40er, also irgendwie relativ altes Paris, da einfach zu folgen. Und Jean-Luc oder Luc ja im Grunde kennenzulernen und seine Clara und wie er das eben seinen neuen jungen Freunden im Grunde erzählt, fand ich wirklich wunderschön und es ja, war ein wunderschönes Sequel. Und jeder, der Paris, du und ich geliebt hat, wird auch Clara, Paris, Clara und ich, oder wie war es jetzt? Ja, Paris, Clara und ich vor lauter Paris, wird es auf jeden Fall auch gefallen und ich fand es wirklich schön. Also mir hat es echt gefallen, es hat echt Spaß gemacht und mich sehr, sehr begeistert. Und ja, ich finde, das ist so, das ist eine sehr schöne Idee, zur Weihnachtszeit nochmal so ein Sequel einzubauen und nochmal die Charaktere so aufleben zu lassen und ja, das im Grunde. Ja, nicht nur mit einem schönen Cover zu einem wahnsinns nicht vorhandenen Preis, im Grunde ja im Grunde wirklich geschenkt zu Weihnachten und das eben dann noch so viel in einem auslöst. Also ein ganz warmes Herzgefühl fand ich wirklich großartig. Was ganz anderes neben den Weihnachtsgeschichten der letzten Tage und Wochen, ja, ist natürlich Red Rising und ja, es ist der erste Teil von Pierce Brown, was wir in der Lesegruppe ab Nikolaus gelesen haben und wunderbar eingeteilt haben. Das ist erschienen September letzten Jahres 2015 im Heine Verlag. Bekommt man als E-Book für 10 Euro. Die broschierte Ausgabe liegt bei 12,99. Gebraucht findet man das Buch mittlerweile aber auch günstiger. Hat stolze 580 Seiten und ist der Auftakt einer dystopischen Trilogie. Und ja, ich habe seit fast genau einem Jahr auf dem Sub. Es war ein Weihnachtswichtelgeschenk, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich fand schon allein, wie einfach der Klappentext vom ersten Teil klang, unglaublich spannend und weiß dann auch gar nicht, warum ich es nicht sofort gesuchtet habe. Aber so ist es eben manchmal mit Geschichten. Mittlerweile kann man die ganze Trilogie kaufen. Es gibt den zweiten und auch den dritten Teil. Und sie sehen alle in etwa so aus. Ich glaube, der zweite Teil ist dann eher orange-gelb und der dritte Teil ist dann eher so bläulich, wenn ich mich nicht irre. Die haben dann auch so Untertitel, während der erste einfach nur Red Rising heißt. Ja. Um was geht es in der Geschichte? Also es ist eine Dystopie. Ich würde jetzt auch gar nicht groß sagen, eine Jugenddystopie. Es ist eher eine junge Erwachsenendystopie. Und sie spielt auf dem Mars. Und ja, wir treffen dort auf Darrow, einen, ich glaube, 16-, 17-jährigen jungen Mann. Und er ist ein Roter und arbeitet wie alle Roten in den Minen des Marses, um ein Leben auf der Oberfläche des Planeten möglich zu machen. Und da schuftet er sehr hart und sehr schwer und hat eine junge Frau, das ist die liebe Eo. Und ja, beide wollen eigentlich viel mehr im Leben, aber das ist eben den Roten und auf dem Mars nicht ganz so leicht umsetzbar und so möglich. Und ja, Eo zeigt Darrow einen wunderschönen Platz auf dem Mars, wo man die Sterne sehen kann. Und das wird beiden zum Verhängnis, denn sie werden gefangen genommen, werden ausgepeitscht. Und es gibt ein ominöses Lied, das Eo dann auf den Lippen hat und das eben dazu führt, ja, dass etwas ganz Schlimmes mit ihr passiert und Darrow sich allen Gesetzen eigentlich zuwider handelt und ja, das selbst zu seiner Hinrichtung führt. Doch ja, so einfach kommt das Regime Darrow nicht klein. Denn ja, es gibt eine Rebellion im Hintergrund und diese Rebellion möchte, dass Darrow ins Tiefe des Systems eindringt, um es zu vernichten. Und er soll ein Goldener werden, was die oberste Oberschicht sozusagen ist auf dieser Skala.
Und er erfährt auch unglaubliche Geheimnisse, denn der Mars ist bewohnt und es gibt eigentlich gar keinen Grund oder nur wenig Grund, ja, darüber zu lügen und ja, den Luxus nicht aufzuteilen. Und ja, Darrow hat dementsprechend natürlich unglaublich viel Wut in sich, Rachegefühle in sich und ja, wir begleiten ihn auf seinem Weg vom ja, arbeitenden Roten zum Rebellenracheführer. Nein, Rebellenführer ist er nicht, aber von Rache geplagt, ja, stürzt er sich in das System und ja, da geht's knallhart zur Sache. Ein Buch, das mich wirklich ziemlich von Beginn an sehr gepackt hat, sehr gefesselt hat. Es ist jetzt nicht die innovativste Idee. Wir haben jetzt mittlerweile so viele Dystopien gelesen, wie Panem, wie die Bestimmung, wie die Nachtsonne. Es ist natürlich von der Idee, es ist ein Regime, das ja, untergräbt eben manche Menschengruppen, Lebensgruppen, in der Regel die Unterschicht. Und die Unterschicht ja, möchte sich dann im Grunde wehren, denn sie sieht gar keinen Sinn darin, warum sie denn die Oberschicht bedienen soll. Doch der große Unterschied ist, finde ich, bei Pierce Brown, dass wir einen männlichen Protagonisten haben. Das ist ja tatsächlich in der Jugendliteratur, haben wir eher immer die starke, taffe Frau, die weibliche Protagonistin. Und hier begleiten wir eben Darrow, einen jungen Mann, der natürlich ganz anders denkt, ganz anders tickt und zudem haben wir auch noch einen männlichen Autor, was bei den großen Dystopien ja auch nicht der Fall ist, also bei den Jugenddystopien. Und das spürt man definitiv in den Gedankengängen von Darrow, in den Dialogen. Es geht manchmal sehr derb zu, es ist teilweise sehr brutal, es ist sehr gewaltvoll, es ist sehr bildhaft dargestellt, aber mit kurzen und sehr prägnanten Sätzen. Und das muss man einfach mögen. Das mochten tatsächlich sehr viele in der Lesegruppe nicht, dass es so kurz ist, so mit wenig Beschreibung, dass bei manchen eben die Fantasie nicht ausreicht, um sich dann den Planeten vorzustellen. Und auch ich bin ja jemand, der wirklich atmosphärische Beschreibungen sehr liebt, à la Tolkien, George R. R. Martin ist auch so ein ellenloser Schreiber oder auch Justin Cronin. Und Pierce Brown hat mich aber gerade wegen seiner kurzen, knappen, prägnanten Sätze packen können und begeistern können. Ich hätte es auch gar nicht geglaubt, als ich so die ersten kritischen Stimmen hörte, dachte ich, ob das was für dich ist, also dann in der Lesegruppe. Ich hatte aber nie Probleme mit diesen kurzen und prägnanten Sätzen, ganz im Gegenteil. Ich fand gerade, die haben diese Geschichte schnell vorangebracht. Er hat auf 100 Seiten Dinge beschrieben, die andere in einem ganzen Buchband von 400 Seiten beschreiben. Und es war einfach genial. Ich fand es grandios rübergebracht, grandios erzählt und wirklich großartig, was es für Gefühle in mir auch ausgelöst hat. Und das alles dann auch noch in der Ich-Form, das heißt, ja, wir sehen wirklich die Dinge mit den Augen von Darrow, wir wissen, was Darrow weiß, wir hören, was er denkt, was er fühlt und wissen eben auch nicht mehr und das liebe ich in Dystopien, weil man sich so wunderbar in diese Welt hineintauchen kann. Ich mochte die Idee mit dem Mars, auch mit den roten, den goldenen, den bronzenen, den pinken, was es auch alles gab. Ich mochte die Idee in dieser Dystopie und ich mochte auch einfach diese Rebellion, die sozusagen ausbricht, aber eben noch gar nicht im ersten Band so spürbar ist, sondern eher sich im Hintergrund hält. Und es gibt hier drin dann eben etwas, was die Goldenen tun müssen, wenn sie eben jung sind. Und diese Art Kriegsspiel fand ich genial. Es war unglaublich zerstörerisch mit Wut und mit diesem, ich würde jetzt tatsächlich sagen, mit diesen typischen männlichen ja, Dialogen. Es ist eben schnell und es ist kalt und es ist brutal und es ist wild und man hat da so ein Rache- und Ehrgefühl und das ist eben ganz viel, viel weniger gefühlvoll, als es eben bei Frauen oftmals der Fall ist in den Jugenddystopien. Und man spürt hier eben einfach, dass man schon ein paar Jahre älter ist, also dass die Leserschaft bei diesem Buch wohl älter ist, wie zum Beispiel bei Panem oder der Nachtsonne, aber man spürt hier trotzdem diesen wunderbaren jungen Charakter, der sich eben entwickelt und der das eben auf 580 Seiten wirklich schafft, ja, sich zu entwickeln. Ob die Entwicklung immer gut ist, sei es mal so dahingestellt, weil er kämpft natürlich mit sich selbst und seinen Gedankengängen zur Welt und auch zu der Beziehung zu seiner Frau und den neuen Menschen, die er kennenlernt.
Und ich mag diesen Konflikt, diesen innerlichen, den er in sich trägt. Und dann spürt man eben dieses Feuer und es braucht eben ein Feuer, um Leidenschaft zu entzünden. Und ich finde, Darrow bringt das alles mit und das auch noch auf dem Mars. Ich fand es großartig. Ich fand es wirklich einen packenden Auftakt, der so die ein oder andere Schwäche hat. Ja, erinnert manchmal sehr an Panem. Ja, die Idee erinnert auch manchmal an die Bestimmung. Es gibt dann auch noch so Häuser, das erinnert tatsächlich so ein bisschen, ja, gerade an die Bestimmung und auch, ja, Selection ist natürlich jetzt eine ganz andere Richtung, aber es sind eben manche Gedankengänge, die Rote Königin, da geht es auch so um diese Farben. Es ist natürlich nicht komplett neu. Und deswegen würde ich auch sagen, okay, es ist ein sehr, sehr guter Einstieg in die Trilogie und ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also wir werden Red Rising auch gemeinsam weiterlesen. Im Februar ist es auf jeden Fall geplant. Ihr findet die Lesegruppe auch einfach mal unten in der Infobox. Wenn ihr Lust habt, da vielleicht dann ab dem zweiten Teil in die Lesegruppe einzusteigen, hättet ihr jetzt noch Januar Zeit, um den ersten Teil zu lesen. Und ich denke, dass wir dann wirklich so entweder gar im monatlichen Rhythmus im März den dritten lesen oder vielleicht dann im April mal gucken. Weil es hat mich gepackt. Gerade das, ich sag mal, das letzte Drittel war unglaublich emotional und ich habe Tränen vergossen. Ich habe wirklich die Luft angehalten vor Spannung und es sind so viele Dinge und Wendungen passiert, die ich nicht habe kommen sehen. Ich fand es wirklich großartig und freue mich wirklich sehr, 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 dass ich es gelesen habe noch in diesem Jahr und dass es den zweiten Band schon gibt und ich direkt so in einem Flow weiterlesen kann und die 580 Seiten waren gefühlt irgendwie in 0, nichts vorbei. Also das, ja, wirklich sehr, sehr großartig und jeder, der Bock hat auf eine coole, etwas erwachsenere Dystopie, der ist hier absolut richtig und ihr habt jetzt, ja, noch die Möglichkeit bis Februar sozusagen den ersten Teil zu lesen, wenn ihr mitlesen wollt, ab dem zweiten und ja, wirklich großes, großes Bücherkino auf ganz andere Art, wie es vielleicht zum Beispiel mit Justin Cronin vergleichen würde. Also das ist ja auch so eine monumentale, epische Dystopie gewesen, aber natürlich viel erwachsener und vom Schreibstil einfach auch ganz anders. Aber Red Rising ist auf andere Art eben auch sehr grandios, wie ich finde. Also fand ich wirklich, hat Spaß gemacht. Anfänglich muss man sich vielleicht mal so ein bisschen in den Stil reingewöhnen, aber wenn man da mal drin ist, also fand ich ihn wirklich sehr, sehr gelungen. Ja, schon parallel dazu habe ich dann Australien, wie wir es sehen, gelesen. Und zwar ist das als E-Book herausgegeben von Erik Lorenz und Thomas Bauer, ist bereits im August diesen Jahres erschienen. Gibt es als E-Book für 4,99 als Taschenbuch für 14,90, wurde mir von Erik Lorenz liebenswerterweise zur Verfügung gestellt und hat 324 Seiten. Und ich habe von Erik Lorenz ja vor ein paar Wochen seinen Laos-Reisebericht gelesen und war sehr angetan von wie er die Sicht auf die Dinge beschrieben hat. Und ja, er hat mir dann eben erzählt, ja, er hat ein Australien-Buch herausgebracht, ist hier wirklich ein Herausgeber, nicht der Erzähler. Und es geht eben darum, ein Land durch die Augen von anderen Menschen zu bereisen, in dem Fall von 28 Einheimischen, Zugewanderten und auch Reisenden, die eben sich alle irgendwie auf Australien tummeln, ganz egal, welche Art sozusagen der Mensch sozusagen gewählt hat. Und man hat hier einen sehr schönen Fokus auf drei Themen gelegt. Einmal auf Australien spüren. Ich habe mir das auch extra mal ein bisschen aufgeschrieben. Da liegt der Fokus auf alten Geschichten und neue Anfänge. Es sind dann eher so Biografien der einzelnen Autoren. Dann haben wir Australien entdecken. Da begleiten wir die Autoren auf ganz persönliche Streifzüge durch Australien. Und der letzte Schritt ist dann Australien begreifen. Und hier setzen sich eben die Autoren mit speziellen Aspekten in Australien auseinander, wie zum Beispiel dem Weihnachtsfest, solchen Dingen. Und es ja, ist eine unglaublich wunderbar erzählte Geschichte. Wir haben hier 18 unterschiedliche Autoren mit unterschiedlichen Sicht auf die Dinge, die dann eben in eine dieser drei Kategorien gehören und man nimmt so viel mit. Man nimmt biografische Berichte mit, man nimmt Reiseberichte mit, man nimmt eben auch die Art und Weise, ja, fand ich total spannend, wie man in Australien Weihnachten feiert. Da hat man ja die Sommerferien, man dekoriert das Haus, ich glaube schon im November, habe ich das richtig in Erinnerung? Und also mit meinem Fuß eingeschlafen und sitzt dann eben eher am Barbecue anstelle bei Würstchen und Salat, was
es ist einfach cool. Also ich fand es einfach großartig erzählt. Und wir haben hier eine sehr witzige Mischung auch, wie ich fand, aus eben so diesem ganz normalen Alltag, wie man ihn so als normaler Mensch eben in seinem eigenen Land hat, als dann eben auch so diesen multikulturellen Aspekt, den man eben spürt mit den Einwanderern, mit den Besuchern, mit denen, die dort eben für eine Zeit lang ausgewandert sind, eingewandert sind, wie auch immer man es jetzt sehen möchte. Wir haben, ja, die Tierwelt erleben wir, da geht es dann mal um die giftigen Spinnen und Schlangen, es geht um die Ureinwohner, die Aborigines, Weihnachten natürlich am Strand. Wir haben hier auch einen Tierzirkus, den wir verfolgen und mit ihm auf Wanderung durch das Outback gehen. Und es sind eben diese unterschiedlichen gemischten Geschichten, die jede einzeln für sich sehr spannend ist, wunderbar erzählt ist. Es gibt natürlich die eine Geschichte, die spannender ist als eine andere, die einen vielleicht mehr mitnimmt als die andere. Das ist bei 18 Geschichten natürlich, ja, es können nicht alle Highlights-Geschichten sein. Aber die Mischung fand ich sehr, sehr gelungen und es gab keine Geschichte, die mich irgendwie gelangweilt hätte, die ich übersprungen hätte, gar nicht. Ich habe wirklich dieses Australien so eingesogen, habe es genossen und habe ganz oft an die liebe Mascha gedacht, von der ich ja ein Australien-Paket bekommen habe, das ich am Montag ja erhalten habe und noch ausgepackt habe. Das findet ihr natürlich auch mal in der Infobox. Und ja, ich musste da immer wieder so ein bisschen dran denken und der Wunsch hat sich in mir auf jeden Fall bestärkt, doch irgendwann mal Australien zu besuchen, mir dieses große, wundervolle Land anzusehen und ja, mich dann hoffentlich nicht von der giftigen Spinne beißen zu lassen. Ja, ich muss wirklich sagen, Erik Lorenz und auch Thomas Bauer als Herausgeber haben hier einen guten Job gemacht. Ich finde es wirklich eine wunderbare Länge auch enthalten der Geschichten sind. Sie sind nicht zu kurz, nicht zu lang und ich fand die wirklich diese Mischung unglaublich gut gelungen. Es gibt ja schon einige Bücher aus dieser Reihe, unter anderem zum Beispiel auch Indien, was ich auch sehr spannend finde und ich glaube auf jeden Fall, dass es nicht das letzte Buch von Erik Lorenz sein wird, das bei mir gelesen wurde, weil es mir einfach gefallen hat. Also einfach so diese Sicht, diese andere Sicht auf die Dinge macht mir einfach großen Spaß und das ist natürlich bei Reiseberichten immer noch ein Hauch interessanter, weil es einfach so echt ist. Ne? Es ist halt was anderes, als wenn ich eine fantastische Dystopie habe, die einfach frei erfunden ist. Hier bin ich natürlich wirklich in der Wirklichkeit und dennoch träume ich mich an einen anderen Ort, im Grunde genau auf die andere Seite der Erdhalbkugel und ja, finde das einfach großartig und spannend und hat mir wirklich viel, viel Lesespaß gebracht. Und das Schöne an Kurzgeschichten ist natürlich immer, dass man so denkt, ach, eine geht noch, ne? Und schwupps, ist eigentlich Schlafenszeit schon lange überschritten und man denkt immer noch, ach, eine geht noch. Also ja, hat echt Spaß gemacht, habe ich gerne gelesen und ich denke, dass von dieser Reihe auf jeden Fall noch das ein oder andere Buch bei mir einziehen wird. Ja, auch eingezogen ist das bisher zweite Ausnahmebuch meines Kaufverbots im Dezember, was ich ja auch angekündigt habe. Und zwar ist es Auf den ersten Blick, ich finde es ist einfach so wunderschön, von Stephanie Perkins, ebenfalls die Herausgeberin. Und das ist ja in diesem wunderschönen Türkis mit Gold und dann hat es einen pinken Buchschnitt. Das ist so der Knaller. Und hier heißt es, jede große Liebe hat ihre Geschichte, lange kalte Nächte sind zum Verlieben da. Habe ich gebraucht, gekauft, ich glaube über eBay oder Amazon, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und das beginnt heute am 16. Mit dem Lesen in unserem Leseclub, findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Und ich bin mega gespannt. Ich habe noch nicht angefangen, ich habe mir jetzt mal die Einteilung herausgedruckt, weil wir dieses Buch in etwas unterschiedlicher Reihe lesen, nicht von vorne nach hinten. Da es sich ja hier auch um Kurzgeschichten handelt, hat die liebe Alicia vom Kanal All About Alice sich eben bemüht, möglichst die Geschichten so einzuteilen, dass wir unser Lesepensum von 50, 60 Seiten am Tag nicht überschreiten und eben nicht eine Geschichte haben mit 40 Seiten und an einem anderen Tag zwei Geschichten mit 80, sondern zusammen ergibt es eben, das habe ich nicht gezählt, aber ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Dementsprechend ist es eben ein bisschen durcheinander gekommen. Wir fangen am 16. an mit Willkommen in Christmas, Kalifornien, auf der Seite 300. Und es sind eben Kurzgeschichten von den unterschiedlichsten Autoren, von Rainbow Rowell, Matt Della Pena, Stephanie Perkins, David Levithan, Holly Black, Gail Foreman, Mira McEntire, Ellie Carter, Lainey Taylor und so weiter. Und ich freue mich sehr aufs Lesen. Es wird auch hoffentlich uns wieder ein bisschen in Weihnachtsstimmung weiterhin bringen. Und es sieht auch einfach echt wunderschön aus. Also ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen, dieses goldene Gefunke. Wirklich sehr, sehr schön. Wer Lust hat zum Mitlesen,
unten in der Infobox findet ihr auf jeden Fall unseren Lesik. So, und da schwupps, hat die Kamera gemacht und meint, wir machen eine kurze Pause und schon sitzt die wieder. Das ist echt unglaublich. Ja, ja, das Leseklubuch ab 16. werden wir es gemeinsam lesen. Und dann wird voraussichtlich, denke ich mal, so in der Woche, dann so wahrscheinlich nach Weihnachten, dann schon die Umfrage starten für das Januarbuch. Und da haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen. Also wer noch nicht dabei ist und gerne mal gemeinsam lesen möchte, der sollte einfach mal im Leseklub vorbeischauen. Ja, was gab es die Woche noch ein bisschen? Ja, ich habe einen wunderbaren Film angeguckt, den ich, seitdem er herausgekommen ist, mindestens einmal im Jahr angucke, in der Regel zwei. Und zwar von Disney, Die Eiskönigin. Und ich bin ein absoluter Fan und völlig unverfroren, ne, heißt er. Ja, richtig. Also ein sehr, ein ganz, ganz toller Disney-Film. Ich finde wirklich ein Disney-Film, wie er früher in meiner Kindheit, Jugend war, mit viel Gesang, mit tollen Bildern, mit tollen Emotionen und mit einem, ja, mit so einer Story, die einen wirklich das Herz erwärmt und tollen Charakteren. Und ich liebe sie alle, wie sie hier zu sehen sind. Und natürlich dürfen wir die liebe Elsa hier hinten auch nicht vergessen. Und ja, den haben wir uns angeguckt und auch sehr, sehr genossen. Und dann gab es diese Woche, ja, Game of Thrones. Ja, ich bin dabei. Es ist jetzt die dritte Staffel. Also ich schaffe es wirklich so eine Staffel in der Woche, weil ich mich einfach auch zusammenreiße. Und mir fehlt allerdings heute am Freitag noch Folge 9 und 10. Und jeder, der Game of Thrones ein bisschen verfolgt, weiß, dass die Folge 9 es in der Regel immer in sich hat. Und ich hätte heute früh noch Folge 9 angucken können. Dachte ich mir aber dann, nein, Steffi, diese Folge musst du angucken, wenn du danach nirgendwo mehr hin musst. Und ja, ich möchte aber gar nicht spoilern oder zu viel verraten. Ich glaube, es ist mittlerweile bekannt, dass Folge 9 immer irgendwas an Überraschungen bereithält. Und ich finde das in der dritten Staffel schon heavy. Und ja, dementsprechend gebe ich mir die dann heute. Und ja, werde dann heute nirgendwo mehr hingehen sozusagen. Ja, es ist, ich bin im Bann, ich bin gefesselt, es gehen mir so viele Dinge so unglaublich nah. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich weine in Momenten, wo ich das beim ersten und zweiten Mal schauen nicht irgendwie empfunden habe. Ich mag auf einmal Charaktere, die ich vorher unsympathisch fand. Genauso gut denke ich bei manchen jetzt schon, oh, ihr nervt mich, was vielleicht sonst immer erst später eingesetzt hat. Bei vielen bin ich aber immer noch meiner gleichen Meinung und denke mir, hat es genauso verdient. Oder eben, dass man manchmal so denkt, das wusste ich gar nicht mehr. Das macht tatsächlich alles ein bisschen mehr Sinn. Es ist faszinierend, wie viel man beim dritten Mal schauen immer noch für sich neu entdeckt und neue Zusammenhänge versteht und mitnimmt und sich begeistern lässt. Und ich finde es einfach großartig. Und ich werde es jetzt nicht schaffen, dass ich nach Weihnachten, wenn dann ja wahrscheinlich vom Christkind die 6. Staffel kommt, dann direkt mit der 6. Staffel loszulegen. Aber ich bin ja dann theoretisch zumindest schon bei Staffel 5. Das heißt, im neuen Jahr wird dann Staffel 6 geguckt. Ich habe ja dann auch Urlaub, wobei da möchte ich mich dann wahrscheinlich schon fertig. Da suchte ich dann eine neue Serie. Ja, also ich bin im Fieber und es wird weitergehen und im neuen Jahr wird auf jeden Fall auch der 5. Band gelesen, weil ich bin ja einer der, ja, jetzt würde ich sagen, hoffnungsloser Romantiker, der sich erhofft, denn die Hoffnung erstirbt ja bekanntlich zuletzt, dass vielleicht der 6. Band doch noch nächstes Jahr erscheint. Also aktuell ist das ja noch nicht bestätigt, es gibt kein Datum, eigentlich sollte ja Winds of Winter, ich glaube, schon Ende 15 erscheinen, dann Ende 16, ich glaube mittlerweile, ja, gibt es gar kein Datum zum Erscheinen. Und ja, jetzt kannst du mal vor die Kamera, ne, mich nicht nervös machen, wenn du mir zuguckst. Und es gibt, glaube ich, kein offizielles Erscheinungsdatum und dementsprechend, ja, hoffe ich einfach auf 17, ne, und dass dann die Buchvorlage wieder ein bisschen uns mehr erzählt, als es die 6. Staffel gemacht hat, die ja noch sehr viel aus Buch 5 und 4 verarbeitet hat und nur bei manchen Dingen so eine Vorschau auf das Buch gegeben hat. Ist ja die Vermutung. Wir wissen es ja nicht. Diesmal hat ja so viel Katzner die Serie das Buch überholt. Ich glaube, das hätte man damals auch nicht erwartet, dass man, es ist nicht, glaube ich, die 1. Staffel gestartet. Da war gerade Buch 5 draußen und man dachte eigentlich nicht, dass es 5 Jahre dauert,
bis dann eben sein sechstes Buch herauskommt. Ja, dementsprechend ja, freue ich mich drauf und genieße die Serie in vollen Zügen. Ja, auch sehr genossen habe ich die Woche mein drittes Steffi Talks with Authors. Das ist ja das Live-Hangout-Format, das es seit November bei mir gibt. Und diesmal zu Gast hatte ich die liebe Jackie Fellgut. Und wir haben auch knapp fast 3 Stunden miteinander gequatscht und natürlich auch mit euch im Live-Chat. Und auch die Fragen, die schon vorher gestellt wurden, habe ich natürlich eingebaut. Wer es noch nicht gesehen hat, kann natürlich auf jeden Fall sich den Stream anschauen. Er ist ja online und bleibt das auch. Und in diesem Jahr wird es keine Folge mehr geben. Es wird dann weitergehen am 10. Januar. Der Gast steht auch schon fest. Ich verrate es aber noch nicht. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass es im neuen Jahr weitergeht. Das ist jetzt mal so geplant, auf jeden Fall noch mindestens 4 Folgen gibt und ich mich einfach freue, dass es von euch so begeistert angenommen wird, dass die Autoren ihren Spaß mit dabei haben und natürlich auch ganz egoistisch, dass es mir Spaß macht. Und ja, das war ein ganz, ganz toller Dienstagabend. Das war jetzt wirklich diese Hangouts. Ja, das ist einfach was ich gerne mache. Es ist live, man ist in direkter Kommunikation, man hat die Möglichkeit, über den Chat direkt auch mit den Zuschauern die Einbindung vorzunehmen, sozusagen Fragen zu stellen, Themen aufzugreifen. Und mir macht das einfach Spaß und ich hoffe, euch auch. Und es geht auf jeden Fall im neuen Jahr weiter. Haltet euch den 10. Januar schon mal im Kalender fest. Das ist dann auch meine Urlaubswoche. Und da kann es dann nachts auch länger dauern. Nein, also ich glaube, 3 Stunden sind tatsächlich so ein gutes Maß. Irgendwie hat man auch gar nicht das Gefühl, dass man 3 Stunden miteinander spricht. Also es geht unglaublich schnell rum und ja, macht wirklich also mir großen Spaß und ich hoffe, ihr habt den großen Spaß auch. Ja, ansonsten gab es, glaube ich, die Woche gar nicht groß was erzählen. Viel gelesen, viel Serie, Hangouts, ja, Weihnachtspost ist in Vorbereitung, mache ich jetzt am Wochenende gar fertig, dann werden die letzten Pakete und Briefe, die werden dann gesammelt, verschickt, Briefmarken sind schon besorgt, es müssen noch ein paar Pakete sich auf den Weg machen, Teil habe ich die Woche schon verschickt, der andere Teil macht sich dann spätestens Montag auf den Weg. Und ja, ich finde, es gibt nichts Schöneres, als um die Weihnachtszeit Weihnachtskarten zu bekommen. Bei mir ist heute schon, ich zeige nicht von wem oder was sie ist, aber einfach bei mir ist heute schon eine ganz, ganz tolle eingegangen, wie ich finde. Und ja, vielen Dank. Ja, wer jetzt das Video sieht und sich angesprochen fühlt, ja, finde ich großartig. Also ich mag es, dass man wieder ein bisschen mehr dazu zurückgeht, sich Karten zu schreiben, Briefe zu schreiben und nicht nur einfach eine E-Mail oder... Ja, das war auch mal schön und ich bin aber auch jemand, die gerne Karten verschickt und ich habe, ich glaube, so gut die Hälfte der Karten jetzt auch schon fertig. Die andere Hälfte wird, wie gesagt, morgen übermorgen fertig gemacht und begeben sich dann am Montag auch auf Reisen, sodass dann wirklich vor Weihnachten jeder, ja, den Weihnachtsgruß von mir erhalten hat, von dem ich mir eben auch wünsche, dass er sich von mir gegrüßt und ein bisschen beschenkt sozusagen fühlt. Und man schenkt ja eigentlich nicht nur die Karte, oder sondern auch Zeit. Denn es kostet ja Zeit, diese Karte zu schreiben, vielleicht sie sogar noch zu basteln, sie in den Umschlag zu packen. Ja, das klingt jetzt so banal, aber das ist wirklich Zeit, die man sich ja nehmen muss. Also wenn man, keine Ahnung, 10 Karten schreibt, ist das ja nicht einfach so mal nur schöne Weihnachten, viele Grüße, Steffi. Ne? Da steht ja in der Regel auch was Nettes, Liebes drin und sehr individuell. Und das ist, glaube ich, das größte Geschenk, dass jemand an einen gedacht hat und Zeit investiert hat, die Karte zu kaufen, zu basteln, zu schreiben und dann eben zu verschicken. Und ja, ich weiß gar nicht, ich finde Zeit, habe ich ja, glaube ich, schon mal in dem Video gesagt, ist tatsächlich das Beste, Schönste, Größte, was man sich eigentlich schenken kann. Neben den 1000 Büchern, die es natürlich so auf der Welt gibt. Ja, so ist es natürlich. Ja, ansonsten, glaube ich, gibt es die Woche nichts groß zu erzählen. Ich gehe mal kurz in mich. Ich glaube nicht, nein. Nein, ich glaube, das war es die Woche. Ja, und jetzt begeben wir uns in die letzte Vorweihnachtswoche, die nochmal ein bisschen bestückt wird mit schönen Feierlichkeiten, mit leckerem Essen gehen, nochmal über den Weihnachtsmarkt schlendern. Die ersten freundschaftlichen Bescherungen werden stattfinden und ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf auf die kommende Woche. Ist bei mir eine Spätschichtwoche, beziehungsweise auch mit 2x Mittelschicht, was ganz angenehm ist, dann bis 17 bzw. 18 Uhr.
Und man da eben dann abends noch toll einfach mal noch über den Weihnachtsmarkt laufen kann oder eben lecker essen geht, wie ich. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch, glaube ich, jetzt einfach einen wunderschönen vierten Advent, eine schöne vorweihnachtliche Woche, besinnliche, ruhige Tage, macht euch nicht so viel Stress, lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und danke euch natürlich fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wenn ihr wollt, sehen wir uns natürlich beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.